Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Hilger, und er hat natürlich seinen Stable Trader dabei. Und ich freue mich, dass Sie heute live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und wir schauen uns wie immer den Risikohinweis an. Denn dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt heute. Der Dirk könnte ja den einen oder anderen Trade machen. Müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, sehr gut. Dann, lieber Dirk, im Vergleich zu Freitag hoffe ich, dass die Trading-Götter heute mit hier sind. Und wünsche dir natürlich viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Wird direkt mal gelästert, da habe ich noch gar kein Wort gesagt und schon kriege ich hier die Breitseite. Aber ich habe auch gerade Zum selbst gedacht, Wachwerden. ja, ich habe aber auch gerade gedacht, so, okay, heute ist der Hinweis, ich glaube, ich für die, die am Freitag dabei gewesen sind, die werden heute nicht so einfach draufdrücken. Und für die, die nicht am Freitag dabei waren, ich habe tatsächlich zweimal hintereinander da was versenkt. Also kommt halt auch vor, und vielleicht war das auch ein Dämpfer für diejenigen, die immer mit draufdrücken, wenn ich draufdrücke. Aber auf der anderen Seite kann das natürlich genauso falsch sein, ne? Weil, wie ich halt immer sage, wenn man es macht, dann muss man es immer machen, und dann muss man auch mal durch, wenn es halt mal daneben geht. So, an der Stelle aber erstmal hallo und herzlich willkommen. Guten Morgen von meiner Seite hier aus dem sonnigen Köln. Wie der Nelson ja auch schon gerade festgestellt hat, heute ist schönes Wetter. Mal gucken, ob an der Börse für uns heute auch schönes Wetter ist. Nelson, fällt dir was auf? Natürlich, es ist mir sofort aufgefallen. Die Ente ist wieder da. Sehr gut. Genau. Ich habe extra die Ente besorgt und habe sie exponiert ins Bild gestellt. Zwar etwas diffus im Hintergrund, aber so, dass man sie nicht übersehen kann. Sehr gut. Müssen wir noch einen Namen Genau. dafür für die Ente finden. Bitte? Ich sage, wir müssen noch einen Namen für die Ente finden. Ja, ne? Wir nennen sie einfach Nelson. Ja, gut, kein Problem. Ja, Ja, schöner Name. Und ich wollte eigentlich gerade sagen, jetzt habe ich schlechtes Gewissen, eben war das gar nicht negativ gemeint mit den Trading-Göttern. Und ne? jetzt haust du noch einen hinterher. Aber gut, dann. Ja, ich bin nur da schmerzfrei, wie du weißt. Also von daher alles nicht schlimm. So, jetzt habe ich hier natürlich gerade mal kurz den falschen Bildschirm. So, was ist damals feine schwarze, was ist schwarze Ja, Tage? nee, heute ist deine Mütze jetzt das Thema. Am Ach Freitag so, war es dein ja. Hemd. Ich habe festgestellt, ich muss wieder zum Friseur. Mir ist das früher nie so aufgefallen. Ne? Also ich war halt früher echt immer so, ich weiß nicht, wie ihr so seid, aber als Mann irgendwie geht man ja nicht irgendwie ständig. Und aber seit ich den Webinar-Kram da mache, muss ich irgendwie dauernd, gefällt mir das irgendwie dauernd auf. Vorher irgendwie war das alles halb so tragisch. Aber gut, heute war es dann wieder so weit, wie ich dachte, okay, da geht wieder nichts. Ist ja gar keinen Sinn, brauchst gar nicht erst versuchen. Und von daher Mütze gut ist. So, was handeln wir denn heute? Wäre mal die Frage. So, was, weil ich habe ja irgendwann mal umgeschwenkt, mehr oder weniger so Richtung nur noch DAO und gar kein DAX mehr. Habe aber beim letzten Webinar ja hier den DAX gemacht, morgens tatsächlich mal wieder. Seit etwas längerer Zeit. Ich dachte, Aber ihr ich seid möchte euch auch. wieder näher gekommen. Bitte? Ich dachte, ihr seid euch wieder näher gekommen. Ja, nee, ich meine, wenn der Markt es hergibt, das ist ja okay, ne? Also der war halt nur, der hat mich ja deswegen so genervt, weil er sich halt die meiste Zeit überhaupt nicht mehr bewegt hat, oder wenn, dann halt ganz komisch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, an dem Punkt sind wir gerade auch schon wieder angekommen. Aber irgendwann ändert sich das natürlich auch, ne? Das heißt also, auch wenn wir jetzt irgendwie da jetzt die letzten Tage so gut wie gar keine Volatilität hatten, heißt es ja nicht, dass das die ganze Zeit dann ja dann auch so bleibt, ne? Von daher, irgendwann wird sich da schon wieder was bewegen. Und ja, wie hier auch der Manuel auch gerade schreibt, braucht 8 Stunden für 10 Punkte. Das ist noch nicht mal irgendwie übertrieben. Also ich habe gestern auch, wo ich ja drauf geguckt habe, immer gedacht so, ganz egal, wann ich drauf gucke, der steht immer bei 16.035. Also das hat irgendwie gar keinen Unterschied gemacht, ob jetzt irgendwie 2, 3 Stunden später. Und von daher, aber wie gesagt, das muss ja nicht so bleiben. Das kann sich ja auch schlagartig
irgendwann mal ändern. So, ich gehe mal rüber aufs Bild. Machen wir erstmal den Überblick hier mal im H1. So, guten Morgen, habe ich schon gesagt, ne? Ja, also, wie immer gilt, ne, vor allen Dingen die neu hier dabei sind, ihr dürft gerne auch irgendwie rückfragen, wenn ihr irgendwas nicht verstehen solltet von dem, was ich hier von mir gebe. Und wenn euch der Ansatz nicht vertraut ist, von daher immer raus damit. Ist auch Kritik jederzeit überhaupt kein Problem. So, also linke Seite DAX, ne, das meinte ich halt. Also das hier, das der Spread, den wir halt hier haben, ne, und das sieht man ja schon, ne, was da los ist. Das ist der Stundenchart, ja. Also irgendwie gerade die Stunde hat sich jetzt von der Öffnung bis zum bis jetzigen Schlusskurs ganze 2 Punkte bewegt. Das ist natürlich ziemlich bitter. Das wird während der Öffnung wohl nicht ganz so schlimm bleiben. Aber trotzdem ist das halt so eine Frage, was macht man damit, ne? Also ich mache den hier mal kurz größer, den DAX. Und da sieht man halt einfach nur Chaos Range da auf der Oberseite. Da kommt einfach gar nichts mehr, ne? Also keine 100 Punkte über die 16.000 weggelaufen. Hier wären wir drunter gewesen. 16.004 wäre halt meine Marke. Aber da sieht man irgendwie auch, das war nichts. Jetzt geht es halt schon wieder zurück. Das heißt, der ist erstmal seitwärts. Was ich mir bei dem aber halt wirklich mal, ich will sagen, wünschen, das klingt immer so ein bisschen komisch. Habe ich denn hier mit der Skalierung gemacht? Aber was da halt wirklich ja mal absolut legitim wäre, das wäre, dass wir zumindest mal hier da drauf aufsetzen nochmal. Ne? Also hier auf diese, was ich hier als grün eingezeichnet habe, die Zone, warum? Und das ist ja auch immer grundsätzlich der Ansatz. Das war ein Widerstand, der wurde gekauft. Da fehlt halt der Rücksetzer drauf. Ne? Und das heißt, eine Bewegung, die dann halt einfach so dann halt irgendwie aussehen müsste, da einmal rein und dann kann er von mir aus auch wieder hochklettern. Aber dann hätten wir zumindest mal irgendwie ein paar Punkte mehr als das, was wir halt hier haben. Ne? Das Problem ist halt nur, je länger der hier oben schwebt, umso unwahrscheinlicher wird es, dass das hier hält. Das ist halt eher das Problem. Und weil ich halt auch immer sage, so die Reihenfolge ist halt für meine Begriffe super entscheidend, ja, weil, was heißt weil? Weil ist da ein bisschen schwierig, aber was man halt oft sieht, ist, dass zum Beispiel ein Markt halt direkt draufläuft, dann kommt halt nichts mehr nach. Ne? Dann scheitert er halt ziemlich schnell. Und umgekehrt halt genauso. Das heißt, wenn er so eine Range direkt da oben aufmacht, ist dann halt wirklich fraglich, ne, ob das Pulver, weil es kann sein, dass das Pulver da oben schon verschossen ist und dann halt hier eben einfach nichts mehr kommt, weil die, die dann halt lange geduldig waren, vielleicht dann sagen, ja gut, aber das reicht mir dann auch nicht, dann will ich halt irgendwie eine Etage tiefer und da müsste man halt mal suchen gehen, da wären wir schon hier in dem Bereich, ne? Also ich zeichne das mal kurz ein. Das sieht jetzt erstmal alles wahnsinnig weit entfernt aus. Aber ist es eigentlich nicht, ne? Also sind gerade mal irgendwie 150 Punkte. Das ist ja was, das hat er auch irgendwie im letzten Live-Trading, gerade mal vor 2 Wochen, ja mal ganz locker irgendwie in 1,5 Stunden abgerissen. Von daher darf man sich da auch nicht täuschen lassen. Und wenn man dann denkt, so, oh, so tief. Nee, nicht unbedingt, ne? Weil halt hier der Ansatz wäre halt hier eigentlich der gleiche. Wir hatten halt hier einen Widerstand, ja, gekauft, nicht zurückbestätigt, sondern einfach durchgelaufen. Von daher wäre das ebenso ein plausibler Punkt, wenn es dann halt mal ein bisschen runtergeht, wo der gerne mal halt irgendwo hinlaufen könnte. Also hier sieht man es ein bisschen besser, wenn ich es ein bisschen kleiner mache, die ganze Geschichte. Ja, das heißt, es könnte ebenso dann halt auch hier hingehen und dann wieder da in diese Range zurücklaufen. Auch denkbar, wenn es dann halt irgendwann mal wieder zu Bewegung kommt. Ne? Also ob das jetzt heute ist, gute Frage, nächste Frage. So, und deswegen der DAX, weiß ich nicht, ne, ob man den jetzt hier irgendwie anpacken muss. Man kann ja gleich mal gucken, ob da halt nochmal ein bisschen Bewegung kommt oder nicht. Und vielleicht kann man sich da halt dann drauf einstellen. Aber würde ich halt mal so ein bisschen abhängig machen davon, wie er jetzt halt die ersten Minuten dann auch reagiert. So, der Dow ist da halt gerade so ein bisschen greifbarer, finde ich. Der bewegt sich halt zumindest auch, ne? Gestern also immerhin dann doch irgendwie 300 Punkte rauf, waren es 300? Ja, ne, fast. Ja, doch. Hier mit dem Gap morgens gestartet auf der Unterseite, wobei ich mir da irgendwie nicht so sicher bin, was das war, weil das war nämlich um 11 Uhr, aber die Sommerzeitverschiebung war ja eigentlich gestern vorbei. Aber das hier ist irgendwie um 11 Uhr gestartet und dann halt irgendwie gekauft. Hier hat er vorher geschlossen, also deswegen hier ein Gelb ist halt immer das Gap. Da hat er dann irgendwie mal drauf aufgesetzt und rennt dann durchs Dach. Und da habe ich gestern noch gemeint, ich glaube nicht, dass der ohne
Rücksetzer dadurch diese rote Zone da durchkommt und irgendwie neues ATH macht. Hat aber dann doch, und da habe ich auch einen Blog heute noch geschrieben, ich hätte es wohl besser ergänzen müssen, und zwar dahingehend, dass wenn er es dann doch macht, dass er halt eben nicht weit kommt. Weil das ist halt genau das, was ich auch gerade gesagt habe, ne? Das heißt, also wenn es ohne Rücksetzer raufgeht, ist es einfach unattraktiv. Also das Einzige, was man dann da halt sehr oft sieht, das sind halt die Auflösung von den Short-Positionen, die da oben halt gegrillt werden. Das war es dann, ja. Und wenn dann halt irgendwie der Druck nach oben nachlässt, dann kommen die halt wieder rein und dann passiert halt nichts mehr, ne? Und das ist das Bild, was wir jetzt hier gerade haben. Und grundsätzlich beim DAO, so ich sage ja immer, Gaps sind dem DAO sein Hobby. Und das heißt, das ist natürlich dann halt hier, das hängt halt ziemlich plakativ für meine Begriffe hier drin. Und ich würde mal tippen, dass wir da heute auch dann halt wieder hinlaufen und dann halt mal gucken, wie wir damit umgehen. Die Frage ist jetzt natürlich nur, in welcher Reihenfolge. Aber was man halt auch sieht, ne, hier oben, das ist eigentlich so ein Hütchen, was er hier draufgestellt hat, ne? Also dieses Hoch als Beispiel ungefähr, ja, wenn man jetzt von hier runterkommt, ja, also hier, da irgendwie ATH und dann plapp, ab da ging es ziemlich steil runter, ne? So an neuen ATHs genaue Punkte auszumachen, ist nicht so einfach, deswegen sage ich ungefähr. Aber da sieht man halt auch, ne, ist halt hier einfach durchgelaufen, viel zu weit. Und dort ziemlich genau auf diese Abwärtsbewegung war dann das Low und danach ging es wieder darunter. Hier nochmal getestet und runter. Und das heißt, was für mich plausibel wäre, das wäre, dass wir hier nochmal einen Versuch kriegen, darauf zu laufen und dann aber halt hier unten Richtung Gap dann halt schlittern. Ne? Das heißt also von der Bewegung denkbar wäre da halt sowas. Hier zum Beispiel ist kein neues Tief. Also das sollte dann halt auch wegbleiben, damit das halt so kommt. Also erstmal kein neues Tief. Also das heißt also ab hier irgendwo dann halt darauf, irgendwo da rein und dann halt von da vielleicht runter. Also das wäre für mich jetzt so das wirklich Naheliegendste, was sich hier anbietet. Ist jetzt erstmal eine reine Vermutung. Man wird halt sehen müssen, ob das wirklich so passiert. Was man aber sieht, jetzt um hier einfach mal eine simple Tendenz zu haben, SMA 20, ja, hier im Stundenchart. Der biegt sich ja halt auch schon runter. Ne? Das heißt, also hier kriegen wir schon so ein bisschen Banane dann halt auch rein. Und das ist halt, wäre jetzt nur schlüssig, wenn das halt so kommt. Das heißt, einmal nochmal hoch und dann wir neu, hier mit neuen Tiefs dann halt folgen. Und dann halt mal gucken, ob wir hier nicht bei dem NFP-Level landen, also vom Freitag, wo er dann ausgebrochen ist, weil da fehlt, also es ist jetzt nicht auf dem Punkt genau. Die 14:30 Uhr beziehungsweise 13:30 Uhr war es ja am Freitag. Aber da waren wir halt noch nicht. Ne? Und hier halt das gleiche in Grün. Widerstandszone durchgelaufen. Kein echter Rücksetzer, außer das bisschen hier auch vom Freitag nach der Kassaeröffnung. Aber da fehlt es halt auch noch. Und das würde eigentlich zu der Betrachtung im DAX eben aufpassen. Und im DAX, wenn wir da mal kurz bleiben, also der halt hier, die 1640 ist hier ein bisschen klein eingezeichnet, ich weiß, aber da sieht man halt, wenn man das jetzt zum Beispiel auch einfach mal in Wellen darstellt, dann würde man da halt sehen, ja, ich weiß, es ist gleich 9 Uhr, aber ich würde jetzt mal tippen, der rennt uns nicht sofort weg, aber hier als Beispiel mal in kleinen Wellen dargestellt, dann sieht man, dass das hier das letzte Hoch war. Den lassen wir mal kurz weg. Ich könnte jetzt natürlich auch eins von den Add-ons hier einfach mal aktivieren, aber das wäre ja viel zu einfach. So, ne? Das heißt, um es mal rein markttechnisch, hoch, tief, korrektiv, korrektiv, tief, zwischenhoch, neues Tief, ne? Und hier jetzt kein neues Hoch. Das heißt, hier bei der 1640 wäre dann auch eigentlich so erstmal der Punkt, wo es dann halt ein bisschen eng werden dürfte und maximal dann halt hier oben die 6, 7. Das ist aber halt alles keine Strecke. Ne? Also wenn er überhaupt dahin läuft und nicht doch tatsächlich sofort runterpurzelt, aber sieht ja erstmal nicht so aus. So, ich gebe das mal hier kurz im Live-Chart auch frei, damit ich das auch in dem anderen Bild auch drin habe. Einfach nur mal die Kurve, damit man die halt auch mal sieht. Schalte mal kurz um. Eine Sekunde bitte. So. Moment, bin ich jetzt hier?
Ja, bin da, ne? So, also das heißt, 1640 war das eine. Warum ist das hier nicht angezeigt? Was hat er denn da gegen mich? War das der Falsche? Irgendwie will er das hier gerade bei mir nicht, warum auch immer. Also auf jeden Fall 1640. Verstehe es gerade nicht. Habt ihr das Bild im Live-Chat? Ja, ne? Bestimmt. Nur ich habe es irgendwie gerade nicht. So, also das heißt, hier oben 40, erster Punkt. Da sind wir auch gleich schon. Ne? Halt hier wegen diesem Hoch sieht man auch. Da muss man jetzt nur aufpassen, da ist halt die Kassa, der Kassaschluss von gestern. Und bei Gap Close, also hier von aus Kassasicht, ist es eben oft so, dass das halt nicht bärisch ist. Und das heißt, da geht es dann in der Regel dann halt auch durch. Ne? Das liegt aber halt hier jetzt auch über der 40. Von daher wäre ein Scheitern irgendwie knapp drunter, wäre völlig okay. Ja, wie gesagt, mal. Ja, ne, ihr habt das Bild. Keine Ahnung, warum das bei mir dann irgendwie nicht ist. Gerade so ein bisschen nervig, aber gut. So, das heißt, das könnte man jetzt versuchen und dann halt mal sehen, ob wir da halt ein paar Punkte im Rückwärtsgang kriegen. Ich zeichne es hier einfach mal nochmal kurz manuell ein. Also hier, das wäre diese Aufwärts. Ich mache die mal ein bisschen größer, damit man es hier unten auch sieht. Damit es nicht alles so mini, mini klein ist. So, ich hoffe, man kann das erkennen. So, ne, und diese Geschichte hier. Das heißt, da haben wir ein Hoch an der Stelle. Also hier bei der 40 etwa, ne? Also das ist die 40 wäre die Linie aus dem Live-Chart, die liegt eben knapp unter diesem Hoch. Von daher wäre das schon okay. Weil dann irgendwas muss man sich ja hier orientieren. Und hier oben dann halt das nächste. Und dort wären wir dann bei 6, 7, 6, 6 maximal, so die Ecke halt. Ne? Ich hoffe, man kann das erkennen, was ich hier mache. Ne? Also wenn man hier überhaupt noch irgendwas charttechnisch halt irgendwo finden will, beziehungsweise markttechnisch. Und sind das erstmal die zwei Punkte, die jetzt hier wirklich ins Auge stechen und sonst eigentlich erstmal nichts, was ich hier erkennen kann. So, der gehört natürlich da unten hin. Das ist natürlich auch clever, wenn der Anker hinter den Marken ist. So haben wir irgendwie nicht ganz erreicht, so wie es aussieht, ne? Okay. Ja, da war ein bisschen geizig. Gut, lasse ich erstmal kurz so und gehe mal rüber auf den DAO, was der so sagt. So, das heißt, ja. Also hier ist es auf jeden Fall ja drin, ne? Und das heißt, da wäre auf der Oberseite dann halt hier, wenn man jetzt den SMA 20 als Beispiel mal als Punkt mit einbezieht, dann wären wir hier bei 380, 90, der biegt sich ja nach oben, ne? Wenn wir jetzt halt hier ein bisschen rauflaufen sollten. Das heißt also hier diese Abwärtsbewegung in dieser Kerze hier. Das wäre dann so das Maximum. Also das ist halt ja auch nochmal ein Außenstab. Aber da oben, ich denke mal, da das würde reichen. Also da einmal kurz hinzuspritzen und dann halt wieder runter. Ob wir ganz da oben hin müssen, jetzt nochmal an die 400 drüber, kann sein, ja. Das wird man dann halt irgendwie sehen. Und ich glaube nicht, dass man das hier so genau mit Limits direkt einfangen kann. Deswegen lieber mal irgendwie gucken. Was passiert. Also das heißt 390, 406 irgendwo dazwischen könnte man, glaube ich, versuchen, den Kollegen da mal einzufangen. So, versuchen wir mal. Dann werde ich da oben mal was hinpacken. 390. Gucken wir das hier irgendwo auch kombiniert kriegen. Nicht wirklich, ne? Also das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel halt die Welle versuche ausfindig zu machen, da ist halt dazwischen nicht so wahnsinnig viel los. Also wenn man das jetzt mal im kleineren Timeframe macht, sieht man ja auch, ne? Da passiert irgendwie, da ist halt irgendwie nichts. Also wenn man das hier danach doch nochmal aufdröseln würde, dann wären wir eigentlich eine Etage höher, ne? Das heißt, jetzt hier mal ganz vereinfacht
dargestellt. Nein. Jetzt hier mal ganz vereinfacht dargestellt. Sieht das Ganze ja dann so aus. Und das heißt, das Maximum wäre dann halt tatsächlich sogar irgendwo da oben. Im kleinen Timeframe, wie ich finde, gerade gar nicht so einfach. Und ich habe da vorhin auch noch was anderes gesehen im M15. Da war es nämlich ein bisschen besser greifbar, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Also, was man halt hier jetzt zum Beispiel sieht, das ist halt hier ja auch dieser Bereich hier. Das heißt, ich ziehe den mal kurz hier rüber. Hier sieht man zum Beispiel, ich gebe mal eine Linie mit dazu. Was habe ich denn alles so dünn hier? So, da sieht man, ja, also hier aufgesetzt, irgendwie Fehlausbruch drunter, wieder rauf. Und hier, da wurde halt die Range, ne, also dieser Support eigentlich schon von unten bestätigt. Das sieht man hier relativ deutlich und mit neuem Tief dann halt gefolgt. Und das heißt, das ist natürlich jetzt erstmal Widerstand. Und wo er sich jetzt irgendwie drüber dann halt auch versucht, da nochmal halt reinzulaufen. Aber eigentlich wäre, wenn das jetzt anhalten sollte, auch schon direkt ein Punkt, wovon es natürlich jetzt auch direkt hier runter laufen könnte, ja, muss jetzt nicht sein. Aber dass wir hier die Reaktion haben, ist eben für meine Begriffe dem geschuldet, dass wir halt hier vorher den Support hatten, der verkauft wurde und hier eben auch nochmal, das hier ist jetzt so ein bisschen Overnight, Geschrappel, würde ich jetzt nicht überbewerten. Aber das heißt, wenn das Ding gekauft würde jetzt wieder, ja, dann würde das Ganze auch wieder ein Support werden und dann könnte es schon sein, dass wir halt dann bis da oben hin im Maximum dann halt laufen. Wäre natürlich ein bisschen arg. Also wenn man runter will, wäre natürlich ein bisschen arg, aber das wäre dann halt hier oben der Bereich und hier sieht man es ja auch ein bisschen deutlicher. Bei 450 dann sogar halt wirklich erst die letzte, ja, Welle da oben, ne? Also mit Welle meine ich halt hier die letzte Bewegung im Zickzack einfach dargestellt, ne? So, und irgendwo dazwischen wird dann halt die Wahrheit liegen. Und hier hätten wir aber auch nochmal, spielt auch so ein bisschen rein. Sorry, wenn ich gerade so ein bisschen laut denke, aber ich muss mich ja irgendwie hier orientieren. Hier haben wir auch nochmal so eine Zone, die versucht wurde, im Support zu halten. Und hier dann auch nochmal, wo er dann halt mit dem Doji hier im M15 sieht man es dann halt auch nochmal, dann da durch ist. Bestätigt und dann runter. Ne? 412, okay. Das heißt, das passt dann schon wiederum besser zu dem, was ich gerade ja gesagt habe. 392 hier bis zur 406, genau. Also das würde dann insofern passen. Hier sieht man es minimal. Ne, wenn man das mal halt hier ein bisschen kleiner macht, die ganze Geschichte. Ich glaube, momentan rennt aber auch irgendwie nichts weg. Ach, guck. Fast gefilmt. So, jetzt nur kein Gap Close, das wäre halt doof. Aber vielleicht machen wir hier einfach nur irgendwie einen schnellen Punkt oder zwei. Na, also wenn jetzt hier ein Gap Close kommt und dann rennen wir wahrscheinlich direkt weiter rüber. Da muss man ein bisschen aufpassen, das wäre dann halt die 6,5. Das wäre schon mal zu. Jetzt hoffe ich, kriegen wir jetzt hier noch eine Reaktion. Wieso habe ich denn hier eigentlich kein Orderbuch drin? Also im Zweifelsfalle raus hier, ne? Weil er hat ja auch gerade das Hoch gesprengt. Sieht man hier, mir wäre es halt lieber gewesen, er wäre ein bisschen drunter geblieben. Das hätte ich deutlich entspannter gefunden. Weil das hat relativ schnell jetzt schon zur Folge, dass entsprechend nochmal nach oben nachgelegt wird. Und man sollte ja nicht unbedingt drauf tippen, dass das jetzt nur ein Fake ist, ne? Also nur weil jetzt hier gerade mal drüber ist, klar, hier oben long würde ich jetzt auch nicht unbedingt gehen. Von daher hoffe ich mal, dass es funktioniert, dass wir hier jetzt noch ein bisschen Reaktion kriegen. Wenn nicht, wenn er zu arg nach oben drückt, dann würde ich den erstmal wieder rausgeben. Ist auch jetzt erstmal hier von der Position überschaubar.
Ja, von der Size. Und von daher wäre das jetzt mal nicht weiter tragisch. Wie gesagt, ich hätte mir halt schon gewünscht, dass er halt ein bisschen nicht ganz da oben rausgeht, aber man kann es ja relativ eng sichern hier auch, ne? Ah, die Vola ist ja wieder, meine Güte, ist ja wieder abenteuerlich. Oder was heißt die Vola? Das Volumen, das sehe ich ja schon, ohne dass ich hier überhaupt das Buch anhab. Mal gucken. Weil es halt so illiquide zuckt, ne? Also es ist halt irgendwie so, das nix, da passiert halt nichts. Ein Punkt rauf und runter. So, ich muss mal hier kurz in den Einstellungen checken. Habe ich den überhaupt drin? Ja, der FDAX. So, das sieht schon besser aus. Wobei das Buch selber gar nicht so dünn ist, ne? Also es wird halt nur nichts irgendwie ausgeführt. Das ist ein bisschen das Problem. Was? SKS? Fragt die Christine. Ich bin nicht so der Formations, also bis auf eine Flagge, die ich halt dann doch mit bloßem Auge erkenne, weil die Christine hat hier gerade gefragt, das ist nicht eine SKS. Also ich handle sowas halt nicht, ne? Ganz, ganz, ganz selten. Von daher würde ich da jetzt nicht drauf gucken. Im Grunde her, eine SKS ist nichts anderes als eine Trendumkehr. Und eine saubere Trendumkehr, wenn man halt so will. Ne? Von daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, wenn sowas dann auch mal aufgeht. Aber jetzt, viele machen es ja so, die sagen dann so, irgendwie, guck mal, das wird eine SKS. Das finde ich halt immer ein bisschen schwierig, das dann zu beurteilen. So, das meine ich halt, ne? Das schiebt halt jetzt höchstwahrscheinlich irgendwie direkt nach. Das könnte sein. Jetzt muss man sich überlegen, geht man mit bis zu dem Hoch da oben und skaliert die Position dort? Oder geht man hier einfach raus? Ne? So, weil hier wäre dann halt das Vortageshoch. Da ist ja irgendwie nichts passiert. Und ich würde den mal noch mitnehmen. Und mal gucken, ob das aufgeht. Oh, was ist jetzt passiert? Jetzt bin ich im falschen Moment. Den muss ich, glaube ich, zumachen. Bin ich denn hier M2? Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Weil zwei auf einmal machen will ich hier eigentlich nicht. Das ist mir ein bisschen too much. So, aber das heißt, er ist tatsächlich schon hier oben angekommen. Krass. Ich gar nicht mitbekommen. Da ist er doch einfach mal hochgespritzt, ne? Da ist er doch einfach mal hoch. Jetzt komme ich hier ein bisschen ins Rotieren. Jetzt muss ich hier irgendwie alles im Auge behalten. Mir parallel, weil das war natürlich nicht geplant. Ich meine, grundsätzlich ist der richtig, der Trade hier, ne? Also, ich will jetzt halt hier mich nur nicht verheddern im Webinar mit zwei verschiedenen Sachen. Und wahrscheinlich ist das sogar der bessere Trade. Vermute ich mal, ich weiß es nicht, ne? Also, nachher ist man ja bekanntlich immer schlauer. Aber im Zweifelsfalle würde ich den aber dann auch, gerade mal gucken, da wäre die 406 gewesen auf der Oberseite. Ja, das ist hier so ein bisschen hardcore. Ich wollte den eigentlich jetzt nur mal hinlegen, um nachher wieder zu gucken. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass das Ding hier 50 Punkte da nach oben knallt. Das war jetzt nicht unbedingt so der Plan. Aber gut, man sieht auf jeden Fall Reaktionen. Für ein paar Punkte reicht es hier. Wenn man das machen möchte, hier vielleicht bis aufs Letzte hoch und dann raus und dann ist gut, kann man machen. Ne, aber das zumindest mal sieht man hier, ne, hat jetzt weniger mit dem SMA 20 hier an der Stelle zu tun, ne, der liegt jetzt aber gerade recht passend da, sondern da geht es halt hier um dieses Hoch, ne, was ich hier vorhin gezeigt habe. Und deswegen halt, oder um dieses, ne, also die beiden. Das ist hier so ein Widerstandspärchen, würde ich es mal nennen. Da geht es jetzt darum, das halt irgendwie rauszunehmen oder halt wie auch immer. Ne? Und von daher ist das schon legitim, finde ich, hier dagegen zu halten, auch wenn es jetzt natürlich hier mitten in den Impuls ist. Vom Timing her jetzt nicht so. Klasse, weil die 15 Minuten, die ersten 15 Minuten sind gerade erst um. Ja, und hier sieht man es ja halt auch. Den hatte ich ja vorhin aufgehabt. Muss den DAX hier parallel im Auge behalten. Ne, weil so ein Ding halt leider
hat dann oft auch zur Folge, dass halt direkt noch eine hinterherkommt. Deswegen muss man jetzt schon so ein bisschen aufpassen an der Stelle. So, ich würde nur mal ganz kurz, was macht der? So, kein neues Hoch. Das heißt, hier oben sollte man, wenn man es jetzt machen möchte, ja, und drauf baut, irgendwie so, das hält nicht, dann gehört hier oben dann natürlich jetzt an der Stelle eine zweite Position dann auch dazu. Aber auch hier haben wir so ein bisschen das Problem, dass natürlich der M15 ganz schön motiviert hier im Bild steht und der Markt natürlich versucht, das Vortageshoch rauszunehmen. Das ist ja das hier oben in Gelb. Und von daher würde ich jetzt, bin ich hier so ein bisschen unmotiviert, da jetzt nochmal drauf zu drücken, auch wenn ich jetzt hier von der Position erstmal klein bin. Aber halt wegen dem Impuls, das sieht für mich eher aus nach einer Auflösung um 9:30 Uhr, ne? Von daher, gute Frage, ob man das jetzt hier an der Stelle dann halt wirklich schon macht. Oder ob man sich dann halt nicht sagt, so, okay, ich lasse es mal hier bei der Viertelposition, bei der Drittelposition und gucke erstmal, was passiert. Weil wenn er jetzt hier das Vortageshoch rausnimmt, das wäre jetzt nicht unbedingt ein Short-Signal, das ist halt klar. Aber das ist halt, was ich vorhin meinte, ne? Da muss man halt aufpassen, generell bei Gap Close, also wie es halt ja hier passiert ist, hat oft wirklich, also ganz kurzfristig dann halt auch nochmal zur Folge, dass die Richtung dann halt beibehalten wird, ne, in die gerade angefangen wurde. Und von daher passt das zu dem, was ich ja dann gerade gesagt habe. Aber nichtsdestotrotz hier oben die Grenze. Aber ich warte jetzt trotzdem mal, was halt hier passiert. Aber wie man ja sieht, es wäre auf jeden Fall schon mal richtig gewesen, hier jetzt nochmal dagegen zu halten. Und wenn es auch nur für ein paar Punkte ist. Aber kann man schon machen. Aber wie gesagt, was mir nicht gefällt, ist das Timing jetzt erstmal gerade. Grundsätzlich gut, dass er direkt raufläuft. Also hier zur Kassaeröffnung, ne? Also hier nochmal die Stundenkerze, da sieht man ja. Ohne nennenswerten Rücksetzer direkt erstmal hoch. Das könnte dann schon zur Folge haben, dass es nicht funktioniert, ne? So, jetzt haben wir hier nur das Problem und deswegen bin ich halt hier auch gerade echt so ein bisschen zurückhaltend, dass der wahnsinnig illiquide ist, der Markt. Ne? Das heißt, für meine Begriffe finde ich halt schwer zu beurteilen, ist das echt, was hier drin liegt, alles, werden die im letzten Moment zurückgezogen, kommt da einer und hat eine Position, die groß genug ist, die einmal kurz wegzublasen, weil irgendwie 100 Kontrakte reichen da und wir stehen irgendwo wahrscheinlich da oben. Und das ist so ein bisschen die Gefahr hier dabei. Deswegen mal kurz warten, ob hier bisschen Druck in die andere Richtung kommt und dann halt eher dann versuchen mit zu gehen. Ja, was aber halt, ich meine, vom Ansatz her ist es ja total einfach gerade, was ich hier mache. Ne? Ich gucke mir einfach nur die Hochpunkte aus und sage halt, okay, wenn der erste nicht funktioniert, funktioniert der zweite. Wenn man das jetzt hätte scalpen wollen, hier ganz einfach, nur irgendwie für 5, 6 Punkte oder auch waren es gerade 10, dann kann man das ja so machen. Ne? Setzt man halt einen Stop von 10 Punkten, hält dagegen und wenn der erst nicht geht, nimmt man halt den zweiten. Also so banal das klingt, aber eigentlich ist es ja auch im Endeffekt das, was der Markt ja macht. Ja? Also wenn das eine tief oder hoch nicht hält, dann wird halt das nächste angesteuert und irgendeins wird dann halt halten. Ja? Und es gibt dann halt mal ein bisschen Phishing in die eine oder andere Richtung, aber vom Prinzip her geht es ja immer nur darum. Von daher völlig in Ordnung. So, aber wie man sieht, der Markt steht still. Deswegen, ich würde hier schon wirklich mal 9:30 Uhr am liebsten abwarten. Mal gucken, was da passiert. Wir stehen auch jetzt hier über dem VAH, also das heißt über dem Value Area High von heute. Jetzt erstmal. Das ist zwar jetzt, behaupte ich mal, um die Uhrzeit noch nicht so wahnsinnig aussagekräftig, weil halt natürlich noch nicht viel passiert ist. Nachher wird es halt ein bisschen deutlicher. Aber das heißt,
Das liegt jetzt das VAH genau wiederum halt zusammen mit dem Schlusskurs, dem Kassaschluss von gestern. Das heißt, das wäre jetzt auch mal der erste Rücklaufpunkt, den wir da hätten. Aber halt hier bei den 3 Punkten der Mini-Vola, die wir hier gerade haben, bis auf die erste Kerze, die war natürlich schon ganz okay. Ist natürlich nicht so einfach, ne? Da jetzt vernünftig dann auch reinzukommen. Ja. Hier haben wir echt ja gerade schon wieder das Problem, dass er halt wirklich nur rumsteht. Ja. Das ist halt so ein bisschen traurig. Und ich muss mal ganz kurz, eine Sekunde bitte. Eine Sekunde, bin sofort wieder da. So. Bilder wieder anmachen. Okay. Also, ich gucke mal nochmal zurück bei dem anderen Kollegen hier. Ne? So, die 406, das wäre dann halt der nächste Punkt gewesen. Mal gucken hier oben, 415. Ich hoffe, ich kriege hier nicht gleich wieder direkt eins auf die Mütze wie am Freitag. Das wäre natürlich ein bisschen traurig. 412. So, also das wäre die nächste Stelle, aber das ist halt immer die Gefahr, ne? Wenn man gegen den Impuls halt geht, muss man echt aufpassen. Ne? Weil hier sind wir jetzt im H1, genau an der Oberseite von der Kerze, beziehungsweise auch von dieser Aufwärtswelle, die man jetzt hier zwar nicht mehr sieht, aber das stimmt schon. Und das heißt, da macht es jetzt auch relativ wenig Sinn, da jetzt irgendwie ultra lange die Füße still zu halten, dann lieber raus und dann halt eine Etage höher, dann halt nochmal rein. Wahrscheinlich wesentlich sinnvoller. Aber jetzt habe ich mir hier echt zwei angezüchtet hier. Ich habe hier auch keins. Was habe ich denn da eingestellt? Irgendwie alles falsch eingestellt. So, ne? Also ein bisschen darf er hier, das ist okay, aber so wirklich drüber muss er da jetzt nicht unbedingt. Aber, und hier ist halt echt, beim Dau fand ich, also gestern halt auch, ne? Das fand ich so das Gravierendste. Ne? Der hat ja wirklich morgens nur raufgedrückt. Ne? Und das geht halt einfach nur, wenn der Markt dann auch wirklich illiquide ist. Und deswegen habe ich auch gestern geschrieben, also ein blöder Squeeze um die Uhrzeit, was soll das denn? Und es war im Endeffekt dann halt auch nur ein Squeeze. Ne? Das geht aber halt, weil es halt einfach super dünn ist. Guck ich mal das Buch hier an. 3 Kontrakte, 5, 7, das ist nichts, ja. Und der ist so schnell mit irgendwie, wenn da einer kommt mit irgendwie 30, 40, 50 Kontrakten in der Hinterhand, der schiebt den Markt komplett nach oben. Also das ist halt wirklich, das ist halt dann das Gefährliche dabei, ne? Dass man dann auch, dass auch gar keinen Sinn macht, jetzt zum Beispiel hier irgendwie lange dagegen zu halten. Macht überhaupt gar keinen Sinn, weil, wie gesagt, wenn da jetzt wieder einer halt so drauf ist wie gestern, dann wird er den wieder nach oben drücken bis zum Erbrechen, ja, ohne irgendwelche Korrekturen und dann am Nachmittag wird es die Kasse dann halt wieder richten und das ist halt manipuliert, man kann es nicht anders sagen, ne? Also, weil klar, ist ja auch nett, weil der Future ist ja auch billig, da muss ja keiner irgendwie eine Aktie kaufen, um halt irgendwie den Markt zu bewegen. Ne? Und das ist halt eben das Nette dran. Das heißt, man kann den morgens, wenn man so will, oder von Mitternacht an, dann halt schön durch die Gegend schieben, wo man ihn hinhaben will. Und wenn nachmittags halt die Kasse aufmacht, schmeißt man die ganzen Aktien raus, ne? Die plötzlich alle irgendwie höher stehen. Und das ist halt eben das Miese daran. Ne? So. Aber wie man also zumindest schon mal sieht hier, auch wenn jetzt irgendwie die Vola überschaubar ist, was macht der DAX? Mal kurz parallel. Okay. Am Vortag ist auch gut. Auch wenn es ja überschaubar ist, ne, aber der Punkt hier ist schon richtig, den ich da vorhin eingezeichnet habe. Ja, ein bisschen was passiert hier. Wie weit das jetzt reicht, steht natürlich auf dem anderen Blatt. Das ist halt auch klar. Das ist halt auch klar. So, und der DAX am Vortageshoch. Okay. Im Stop, das passt erstmal soweit. Und ich vermute mit der 9:30 Uhr, das passt wahrscheinlich auch. So, kriegen wir jetzt hier noch ein bisschen Rückwärtsgang oder nicht?
Was? Wer bekommt den zweiten Strike? Was, die obere Grenze im DAO? Ach so, hier oben, die 412. Entschuldigung. Kann man die nicht lesen? Das ist 36.412 bei mir. Ne, also jetzt hier im M15. Und aber die passt natürlich zu der 406 im H1. Ne? Also von daher. So, jetzt müssten wir hier natürlich erstmal wieder unter die 400 drunter. Mal gucken, ob das da einfach geht. So, hier der M5. Das heißt, der hat ein bisschen übermotiviert gestartet. Ja, das wäre dann halt hier einmal kurz drunter. Das Gezucke ist halt wirklich so ein bisschen schwierig. Ne? Also kommen wir jetzt hier drunter. Einmal unter die 9,6 kommen. Und was man ja halt generell immer machen kann, ne? Also der hier ist auf jeden Fall, kann auch sagen, gut, war eine blöde Idee, ich gehe raus. Aber ich würde hier zumindest mal gucken, so kann man zum Beispiel auch mal einen rausnehmen. Ne? So, das heißt, dass er halt mit der Skalierung, jetzt kann ich halt hier gucken, geht er hier durch oder nicht. Und von daher würde das ja insoweit passen oder auch nicht, ne? Aber den kann man jetzt halt hier relativ stressfrei. Wenn man halt sagt, nee, ach, gefällt mir nicht, warte halt noch irgendwie doch zu hoch und keine Ahnung, dann nimmt man den halt hier raus und gut ist, ne? Dann hat man halt ein paar Punkte. Und man muss das ja nicht aussitzen, ne? Ob das jetzt irgendwie dann halt wahnsinnig da nach oben auflöst oder nicht. Ne? Aber wie gesagt, ich vermute halt wirklich so ein bisschen, dass um 9:30 Uhr irgendwie der interessantere Impuls kommt. Sieht so ein bisschen danach aus, die Nummer hier. So, aber ich will jetzt hier nicht, vielleicht ist es ein Fehler, aber ich will hier nicht zwei Positionen gleichzeitig haben. Ich setze den mal kurz Break-Even, den hier, und guck doch mal, was der DAX treibt. Wahrscheinlich ist es, ne? Murphy's Law, wahrscheinlich genau falsch rum. Wahrscheinlich müsste es genau andersrum machen. Kann man dann auch Vorführeffekt nennen, ist dann auch okay. Ne? Aber das meine ich halt, ne? Den DAO kriegt man natürlich besser zu greifen. Und also das waren jetzt hier irgendwie gerade schon, weiß ich nicht, 10 Punkte oder irgendwas dann. Also zwar mit der halben Size, aber egal, ne? Also weil er bewegt sich halt einfach besser. Und wahrscheinlich fliegt er jetzt hier auch, das ist aber auch okay. Weil er bewegt sich einfach sauberer. Ne? Der hier mit seinen 3, 4, 5 Punkten rauf und runter. Ja, da traue ich mich ja gar nicht, noch eine zweite dazu zu geben, weil es einfach nicht genug Volatilität. Ne? Beim DAO war das ja gerade völlig stressfrei. Gibt man eine zweite dazu, das Ding läuft halt dann mal irgendwie 30 Punkte rückwärts und schmeißt einen wieder raus. Fein, ne? Und hier 3 Punkte rückwärts. Ja. Ach ja. So. Und hier. Gucken, lebt er noch? Ja, lebt noch. Also hier 10 Punkte mit der halben hätte man hier. Kann man machen. Und ich bin wirklich mal gespannt, was jetzt kommt. Also ob wir nicht jetzt hier wirklich einmal komplett rückwärts drücken ab 9:30 Uhr. Kann schon sein. Das könnte schon sein. Ja, ne? Wie stark ist das? Das meine ich halt. Ne? Das ist, deswegen macht es manchmal einfach schwierig, den zu handeln. So, hier muss man jetzt aufpassen. 25 Kontrakte. Das heißt, da könnte jemand jetzt irgendwie eine Motivation haben. Aber wenn der gefressen wird, dann geht es halt auch schlagartig runter. Ne? Das wird man jetzt vielleicht sehen. Also wenn die hier rausfliegen, also verkauft werden, dann würde es relativ schnell runter drücken. Macht aber erstmal nicht. Ja, nochmal die 400. Also wie gesagt, wenn man den jetzt hier laufen lassen, also laufen lassen, ne, da muss man den Stop anders setzen. Ist das vollkommen klar, ne?
Also ich denke mal, das ist aber auch verstanden. Ich habe den ja hier nur hingesetzt, weil ich nicht zwei Dinge hier gleichzeitig haben will. Ne? Das war ja halt der Grund. Von daher, dass der falsch gesessen hat, ist also jetzt, ne, was heißt falsch? Der war jetzt hier, um zu sagen, na gut, ich will keinen zweiten, dafür saß er richtig. Wenn ich aber Bewegung nach unten, wenn sie denn kommt, haben will, muss ich natürlich anders setzen. Da gehört auf jeden Fall über das Hoch hier. Ne? Ganz klar. So. So, er klebt da oben fest. Hurra, hurra. Ja, oder man sagt halt, na gut, wenn der Rücklauf kommt, hier saß die dicke Order, dann setze ich mir hier einen Stop hin und gehe da wieder rein. Kann man natürlich genauso gut machen. Ne? Das geht natürlich auch. So, also ich gebe jetzt mal einen kleinen hier dazu. Wir haben hier kein neues Hoch, zumindest nicht nach 1,5 Minuten. Geben wir mal einen kleinen hier drauf und mal gucken, ob wir hier den rückwärts hinkriegen. Den lasse ich jetzt nicht sitzen. So, ich verhedder mich hier sonst. Ansonsten wäre der schon gut gewesen da. Aber wie gesagt, im Webinar muss man nicht unbedingt zwei Märkte gleichzeitig scalpen. Also das ist vielleicht ein bisschen viel. Kann man machen, wenn man irgendwie Ruhe hat und nichts erklären muss. Ja, lass doch den DAX weiterhin den DAX sein, freunde dich mal mit dem Nasdaq an. Ja, ich weiß, ich weiß. Das wäre schon angebracht. Aber der hat halt, beim DAX ist halt, der ist so ein bisschen unberechenbar. Ne? So, also manchmal läuft er halt wie Schmidts Katze. Ne? Also die ganze Zeit ja halt, wo er halt irgendwie noch Platz hatte bis zum ATH, wo ich auch gesagt habe, ja, der hat ja nur Luft, ne? Wo der Dow schon längst irgendwie am alten ATH war und der DAX irgendwie noch ein paar hundert Punkte entfernt, klar. Dann kann der nach oben drücken, das funktioniert ja dann auch ganz wunderbar. Ne? Und dann kann man den auch greifen. Nur das Problem ist dann halt, dann kommt er halt in so einen Bereich wie jetzt hier gerade, ja, und dann steht er dann tagelang rum. So, wo ich mir ausdenke, so, wo ist denn bitte das Problem? Also, dann halt mal irgendwie 200, 300 Punkte weiterzulaufen. Ne? Aber dann sind halt wirklich teilweise ja in Ranges kleiner als 10 Punkte für eine Stunde rumsteht. Das ist halt, man weiß halt ja nie, wann das kommt. Ne? So, der Hans Hermann sagt ja, M15 Shooting Star im DAO. Shooting Star ist, also in kleinen Timeframes mal auf jeden Fall, würde ich überhaupt nichts drauf geben. Ne? Das ist, geht regelmäßig daneben. Das sieht man doch gerade hier. Ne? Also, das ist eher so, da kann man eine Pfeilspitze oben drauf malen und dann weiß man die Richtung, wo es hin soll. Also das sieht man gerade im DAO super oft. Ne? Genauso wie ein Hammer. Also Hammer, da habe ich ja auch mal diverse Tests dazu gemacht, was ein Hammer angeht. Hammer ist das schlechteste aller Long-Signale. Das wirklich mit Abstand schlechteste. Das heißt, wenn ein Hammer irgendwo kommt, kann man einfach blind eigentlich short gehen und hat einfach statistisch gesehen die besten Chancen, dass das Ding aufgeht. Und deswegen mit dem Shooting Star ist genau das Gleiche. Ne? Auch getestet. Direkt danach kommt der Shooting Star und bringt in der Regel nichts. Bringt in der Regel nichts. Der setzt jetzt vielleicht lieber nur einen oben drauf und kommt dann wieder runter. Aber erstmal die Shooting Star Shorties da halt mal erledigen und dann ist gut. So, also der hängt jetzt halt hier, ne, was man halt. So, was ich mal glaube zu sehen, das ist hier so wirklich, das wird nach oben geschoben im DAO bis auf den letzten Drücker. Das wird so nicht enden um 10 Uhr. Also fresse ich echt einen Besen. Ne? Das ist eigentlich so der Klassiker, wir halten uns da oben fest, solange es irgendwie geht und auf dem letzten Drücker lösen wir das Ding dann auf und dann stranden wir wieder nachher bei der, hier unten bei der 391. Da würde ich ja fast, das hätte ich beinahe gesagt, einen drauf lassen. Habe ich aber nicht gesagt, Nelson. Und das wäre so typisch, ja, dass er das jetzt halt macht. Hier oben nochmal die 426, die ich ja die ganze Zeit ja auch schon im Auge habe. Ne? Das ist ja diese ursprüngliche Extension vom ATH, die zur gleichen Familie gehört wie das ATH davor. Und hier sieht man es noch, 261,8. Da vielleicht nochmal hin.
vielleicht sogar auch nochmal drüber und dann halt nachher um 10 Uhr stehen wir höchstwahrscheinlich da unten wieder. Also ziemlich genau dann auch am 1.20. So, 426, genau. Das kann man vielleicht noch machen, solange der DAX sich überhaupt nicht bewegt. Und die 426 nochmal irgendwo dann dazu. Da sind wir hier oben. Ja, zwei Pünktchen drüber. Für die Limit-Pullback-Funktion. Ja, und der DAX. Bloß nicht mal 20 Punkte rückwärts laufen. Das wäre ja auch viel zu viel verlangt. Ach ja. Warum habe ich eigentlich den DAX gehandelt? Irgendwas hast du gesehen. Bitte was? Irgendwas hast du gesehen, sage ich. Oder alte Erinnerungen. Nee, da war einfach nur zu schnell gefilmt, ja, vorhin. Das war ja. Ich hab die ja quasi vergessen, also nicht vergessen, aber ich habe die da hingelegt und habe über einen DAU philosophiert und plötzlich war sie gefehlt. Aber gut, ich meine, vom Prinzip her ist es ja das, was ich am Anfang erklärt habe. So, ob es aufgeht, weiß ja keiner. Ja? Also ich meine, richtig ist das schon. Ist halt nur die Frage, ob es fürs Webinar dann halt richtig ist, wo es ja auch irgendwie möglichst dann am Ende des Webinars ja dann auch vorbei sein sollte, der Trade, ne? Und das weiß ich halt eben nicht, dass beim DAX halt dann leider doch super schwer dann halt einzuschätzen. So, aber vom Grunde her, der Trade ist richtig. Das ist. Sprich ruhig weiter. Je mehr du daran gezweifelt hast, umso mehr ist der DAX wieder in deine Richtung gegangen. Also, ja, gut, ich weiß nicht, ob man einen Punkt rauf und runter zucken Richtung nennen kann. Ein Punkt mehr als vor ein paar Minuten. Ja, das ist wohl wahr. Ziemlich genau einer. Das ist. Ja, ich meine, klar, hier schreibt auch nur die Ruhe, der kommt schon runter. Natürlich, es mangelt ja nicht an Ruhe. Es geht ja nur, wie gesagt, ums Webinar. Und das ist halt immer ein bisschen doof, wenn man dann halt irgendwie im Webinar war es erklärt, dann das Timing aber nicht stimmt und am Schluss geht es genau auf. So, und wenn ich dann halt in die Gruppe schreibe, so, guck, genau wie erklärt, bla, liest sich das halt immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, klugscheißerisch, besserwisserisch, ne? Auch wenn es 100 Mal stimmt, ja, aber eigentlich mag ich das nicht. Eigentlich finde ich es natürlich gut, wie ich sagen kann, so, alles klar, hier, zack, Entscheidung, Trade zu, Feierabend und dann kann man nachher gucken, was man noch damit macht. Das ist eine ganz andere Nummer, ne? Aber ich kann halt den Faktor Zeit einfach nicht beeinflussen. Liegt ja leider in der Natur der Sache. Ne? DAX lief und läuft perfekt. Ingolf, halt, komm, die letzten 2 Tage, der halt stand still. Das kannst du nicht ernsthaft laufen nennen. Ich weiß, dass du ein großer DAX-Verfechter bist. Aber das war doch wirklich Katastrophe. Ich habe gestern, glaube ich, auch irgendwie einen Punkt in DAX gemacht oder so. Ich lag tatsächlich nach Stunden, ja, ich hatte lag ich irgendwie 20 vorne, wieder, oh, kannst ja dann jetzt mal absichern, ne? Und was macht da? Nimm ich danach mit plus 1 oder plus 2 da raus? Das ist alles nicht wahr. Das ist nicht laufen. Das ist nicht laufen, Ingolf. Was? 930, 15, ja, das ist viel zu tief. Also hier kommen mit 15.920, so tief denke ich ja gar nicht in dem Webinar hier. Also, was 480, 490 SKS, so hoch will ich gar nicht. Das ist doch viel zu viel. Norbert, da werden wir uns nie einig. Ich versuche ja natürlich schon irgendwo die Hochs und Tiefs zu beachten und denke nicht drüber hinaus und beziehungsweise denke nicht dahingehend drüber hinaus, dass ich halt, wir können es, ich kann ja gleich mal zeigen, was ich meine, wenn du magst, weshalb ich mit solchen Trades immer auf Kriegsfuß stehe. Ja, genau, Spritzer und wir sind da. Ja, das sind genau die Dinger, die mag ich nicht. Spritzer. Das impliziert nämlich immer Stockfishing und das finde ich immer so ein bisschen. Ich meine, wenn man Stockfishing sieht, ja, wenn es passiert ist,
und dann halt versucht, da mitzugehen. Das ist ja nochmal eine andere Nummer, aber von vornherein das immer irgendwo gedanklich einzubauen, das finde ich halt so ein bisschen schwierig. So, also, es bewegt sich. Wohin auch immer. So, er hier klebt. Das war zu erwarten. So, wo meinst du jetzt? Also 480, 490 SKS. Sag mir mal kurz den Timeframe, den du im Sinn hast, Norbert. Dann gucke ich da mal rein. Dann gucke ich mal, was damit gemeint ist. So. Ja, ne? Also ab 39, wie vermutet, kriegen wir hier ein bisschen, also ist noch nicht viel, ne? Aber zumindest sieht man ja mal, dass halt so ein bisschen was da gerade passiert. Weil es halt eben oft so, also wenn so eine, wie hier oben die 15, wenn so ein Ding halt ein Chart steht, da kommt meistens noch einer hinterher. Wenn es jetzt hier auch nicht viel war, ne, aber direkt runter geht es dann ganz, ganz, ganz selten. Deswegen war ich da vorhin so zögerlich gesagt habe, so, hier mitten in den Impuls, weiß nicht, ne, muss jetzt nicht sein. Und deswegen war das auch erstmal, glaube ich, ganz okay. Robert sagt H1. H1, okay. Gucke ich mal. Also, wieder weg. So, hier halt auch, ne, kann man jetzt natürlich dann auch hingehen und kann dann halt den Zusatz hier erstmal wieder rauswerfen, ne? Da hat man ja jetzt erstmal ein bisschen was gewonnen. An der Stelle, weil der Break-Even ist ja höher gerutscht und das Risiko wieder raus. Man kann den ja auch hier oben wieder reingeben, ne? Also weiß ja nicht, ob der wieder dahin kommt, ob ich hier nochmal am Point of Control als Beispiel. Da einfach nochmal reingeben, falls er nochmal runterkommt. Ich würde jetzt aber erstmal hier warten, ob halt die jetzt gebrochen wird. Also das heißt, ich glaube jetzt nicht, dass da jetzt 3 Minuten schafft, wieder bis da oben hinzulaufen bei der Wohler. Gebrochen heißt, wenn jetzt halt hier der letzte Außenstab einfach im M15 kaputt ist. Ne? Das heißt also hier bei der 065, man keine ganze Linie machen. Hier bei der 065, 056, Entschuldigung. Ne, also wenn wir da drunter schließen, dann wird das jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen dran festbeißen. Und wenn wir da drunter schließen, nochmal einen kleinen Rutscher hoch und dann runter und dann hier runter auf dieses letzte hoch. Und dann sind wir eigentlich da an der Stelle, die ich gut finden würde. Ne, also erstmal. So. Der Dow, den haben wir gleich. Den haben wir gleich, ne? Der drückt hier rauf bis aufs Letzte. So, die 2,6 ist der eigentliche Punkt. Das heißt, hier jetzt, wenn wir schon bei Spritzer sind, kleiner Spritzer nach oben durch, bei dem dann idealerweise nichts mehr nachkommt. Was haben wir für ein. Oh, Limit Pullback ist ein bisschen knapp. 2 Punkte brauchen wir schon. 2 Pünktchen brauchen wir da schon. So, das heißt hier einmal kurz drüber und dann nichts mehr hinterher, bitte. Aber hier auch zum Shooting Star. Ich glaube, das haben wir dann hier ganz gut beantwortet, ne? Was ich ja da vorhin meinte. Das passt erstmal. Würde ich nicht so viel drauf geben. Was man hier auch noch sieht, das wäre jetzt eigentlich auch ganz nett, wobei die im 15 eigentlich weniger eine Rolle spielen, aber hier auch Glatze. Ja, wer den Begriff noch nicht gehört hat, Glatzkerze, hat mich der Gabo Mehringer aus einer befreundeten Gruppe vor Jahren mal darauf aufmerksam gemacht. Das ist wirklich interessant. Das heißt also, wie hier jetzt, ne, die Kerze hat keinen Docht, nichts, ja, und macht auf, plopp, geht runter. Und sowas wird halt ganz, ganz, ganz oft nochmal irgendwie nachgeholt. Dann irgendwie so gibt es so einen kleinen Stücke da drüber und dann war es das. Ne? Das sieht man super oft. Haben wir leider auch, ich gucke gleich mal nach dem anderen noch, hier oben auch leider.
Das ist so das, was mich da oben stört an dieser Abwärtsbewegung, dass wir hier halt auch in der Stunde so eine sogenannte Glatzkerze haben, die direkt runtergedrückt hat, ohne Gegenbewegung. Und ich weiß nicht, woher das kommt, aber man kann es halt wirklich beobachten, ne? Und das würde jetzt hier auch für den kleinen Spritzer da drüber sprechen und leider dann auch im Laufe des Tages wieder oben. Leider, weil ich bin an anderer Stelle seit gestern, also auf zwei Konten insgesamt. Da habe ich das hoch erwischt und wollte da eigentlich meine Ruhe haben. Also ist hier wirklich das ATH. Und weil ich insgesamt finde, dass das Ding mal noch einen Rücksetzer vertragen kann. Also jetzt müssen ja nicht tausende Punkte sein, ja, aber der ist mir so insgesamt ein bisschen zu squeezig. So, aber das kommt halt hier nochmal mit rein. So, was sagt denn er hier drüben? Also, wie man sieht, genau drauf geschlossen, ja, wie ich ja gerade gesagt habe, eher der Punkt. Das sind wahrscheinlich Algos, denen das geschuldet ist. Sieht man hier aber exakt wirklich auf der 056 ja dann geschlossen. Könnte zur Folge haben, dass wir es jetzt wieder hier oben versuchen. Das könnte dann auch zur Folge haben, dass wir erst nach 10 Uhr auflösen können. Also, wir nicht. Wir machen das Webinar um 10 Uhr dicht. Weil ich muss nämlich nachher leider einen Termin. Daher, so, aber hier jetzt nochmal darauf. Hier einmal zum POC. Gucken, wie die dann am Ende auflöst. Na, aber von daher war das jetzt auch gar nicht verkehrt, da unten die erstmal rauszunehmen. Ne? Also diese zugelegte, dazugepackte Position, ich habe eigentlich was heißt Fehler? Aber ich hätte natürlich auch oben, hier oben ganz reingehen können. Ne? Also nochmal dann halt irgendwie mit 5 Kontrakten, dann wäre ich halt auch schon im Plus. Das wäre schon in Ordnung gewesen. So, warum die nicht gefüllt wird, für die das zum ersten Mal sehen, das nennt man Limit Pullback Order. Das heißt, die wird jetzt mit dem Markt gezogen. Und hier das Gleiche in Grün, bis der Markt sich rückwärts bewegt. Ne? So, hier war es jetzt nicht viel, sondern nur genau das bisschen, was ich hier haben wollte. Das heißt aber auf der anderen Seite hier auch, ich kann den ganz eng absichern. Ich bin jetzt auf jeden Fall hier so eng vielleicht nicht ganz. Mit 8 Punkten ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Obwohl man weiß es nicht, weil ich wollte ja hier nur kurz drüber und sonst eigentlich nichts. Das hat dann halt den Vorteil, dass die Position dann halt sofort im Plus ist und man das Risiko dadurch gering halten kann. So, jetzt mal gucken, ob da jetzt ein bisschen was passiert oder ob wir jetzt hier tatsächlich einfach so stehen bleiben. Boah, meine Güte, Bola ist ja wieder echt. Die macht mich hier irre. Dezent irre. Jetzt kann es natürlich hier passieren, dass wir halt so einen Drücker nach oben kriegen. Was wollte ich vorhin sagen? Ja, genau. Ich hätte halt hier direkt auch wieder mit 5 reingehen können und dann hätte ich hier längst den Trade auch ganz auflösen können oder zumindest mal 3/4 auflösen können und wäre da halt längst im Plus gewesen. Das kann man, also das ist natürlich dann auch gerade, wenn die Vola überschaubar ist, kann es durchaus schon mal Sinn machen, ne? Oder das Volumen überschaubar ist, besser gesagt. 44 hier oben. Gerade gesehen, kann man das schon mal machen und dann erlöst man sich halt aus der Qual ein bisschen schneller. Ja, was heißt aus der Qual? Ne? Also wenn man halt irgendwie, wenn man halt zeitlich begrenzt ist. So. Könnt ihr jetzt noch was oder nicht? Oder nicht, Nelson? Was meinst Ah, da kommt noch was. Tja. Ja, der Phil hier ist cool, ne? Aber bringt nichts, wenn er nicht läuft. Ich bin immer noch mit meinen 8 Punkten hier. 8 Punkte Stop-Loss. Kann man machen. Hätte man immer gut gegangen. Was? Jetzt will also wiederhole ich jetzt nicht. Das kann ich jetzt nur noch falsch aussprechen. Musst du dir die Ich Aufzeichnung angucken. ja.
bin ja auch nicht hier gebürtig, aber man kommt an der Sprache ja nicht wirklich vorbei. Was? Mein liegt am Pivot? Moment, das wäre blöd. Nö, der nicht. Nö. Keine Ahnung. Wo? Welcher Pivot? Ich sehe hier keinen. Da kein Pivot. Oder ist der DAX gemeint? Oder ist der DAX gemeint? Also das hier mit den 8 Punkten war natürlich nicht ernst gemeint. Ne? Das habe ich ja vorhin gesagt, es wäre ein bisschen wenig, sondern ich will ja hier mal gucken, ob wir da nicht noch ein Spritzerli da drüber kriegen über den Punkt da oben. Na, was denn dann genau wäre? Die 4-3-3. Also noch 3 Punkte. Wow. Okay. Schauen wir. 3 Points. Dow 3 Points. Also 4-3-3. Das wäre hier oben der Punkt, aber da muss ich jetzt nicht unbedingt. Also wenn damit. Nee, ich lasse das mal hier mit der Skaliererei. Ach, ist das wieder. Der Markt mag mich nicht mehr. In den Webinaren. Es drückt ja nur in eine Richtung. Das ist wirklich unglaublich. Beziehungsweise der DAX steht still. Oh, kein Tick, nichts. Ah, da war wieder einer. Da müsste man schon mal irgendwie bald ein Add-on programmieren, was dir irgendwie eine SMS schickt, sobald ein Tick im DAX da ist. So. Was ein Schwabe. Guten Morgen, Timo. Der Timo, Timo, hol dir mal Kaffee. Und dann überlegst du nochmal. So Und dann ganz ist der unrecht hat da. er nicht. So, irgendwas hast du da, glaube ich, verwechselt, Timo. Ach ja. Weißt du, was ich mal machen muss? Ich muss mal, wenn der Timo wieder Webinar hat, komme ich auch mal. Lästere ich mal aus dem Hintergrund und behaupte dann mein. Timo, der hat gerade einfach weiter. Wie lange kennt ihr euch? Frage ich mich auch gerade. Also für die anderen, der Timo hat gerade gemeint, ein Schwabe und ein Brasilianer versucht sich auf Deutsch zu unterhalten. Also ich bin kein Schwabe. Und jetzt geht er halt hier so alles durch, was es in Deutschland an Regionen und Bundesländern gibt. Und dabei irgendwo um die 20 angekommen sind, dann haben wir die Bundesländer schon mal alle durch und noch ein paar Bezirke und dann kommen wir der Sache wahrscheinlich näher. Okay. So, also, was ist denn jetzt hier? Das bewegt sich nicht. Ja. Also, da bin ich erstmal ganz dankbar, dass wir hier noch ein bisschen Entertainment haben. Genau, Was? Ingol. Nichts gegen Brasilianer, genau, ja. Bisschen. Ja, wenn der Timo in seiner Landessprache anfängt, zu reden, dann ist aber richtig Feierabend. Ne, Timo? Jetzt ist er ganz still. Jetzt kommt nichts mehr. Dann ist auf jeden Fall Schicht. So, ja, Leute, also tut mir natürlich leid, ne? Das ist, ja, für die Bewegung kann ich ja natürlich nichts, ne? Das ist halt Güter. Eigentlich so Tage, an denen man froh sein sollte, wenn man noch eine Position vom Vortag hat. Und ansonsten am liebsten, also sich am besten in die Sonne setzt und hat Jodach. Es heißt Jodentach, Timo. Joten mit 2 O. Nicht Juten. Mal, das ist ja morgen, ne, übermorgen ist ja hier Sessionsbeginn, ne? Kannst ja mal ein bisschen üben gehen wieder. Darfst du gar keinem Kölner erzählen, ne? Bitte? Darfst du keinem Kölner erzählen, was wir hier machen, ne? Ne. Ach, Ostdeutsch. Heißt das? Okay. So. Der Heiko würde jetzt über seinen Plop philosophieren, der da kommen könnte. Kann natürlich sein. Der, wie gesagt, illiquid. Das illiquide Ding, aber hier oben sieht man auch schon, ne, also wenn die echt ist,
Und dann wird das nicht mehr als ein Spitzerli. Mehr wird das dann nicht. So, mal gucken, ob ich jetzt hier recht behalte, was den Dauer angeht, ob der jetzt hier auf den letzten Drücker sich nach unten begibt oder ob der allen Ernstes so stehen bleiben will. Aber das ist fast schon wieder das gleiche wie gestern Morgen. Ne? Null, also außer hier den einen, den wir ja auch noch eingefangen haben, eben keine Gegenbewegung, ne? Weil das Ding einfach so scheiße illiquide ist. Ich kann es nicht netter formulieren. Und das nervt, finde ich. Wenn man einfach nicht vernünftig, also zur Kassaeröffnung, ja, alles überhaupt gar kein Problem und danach, ne? Aber morgens guck ich das einer an, das ist doch echt, das ist eine Krankheit. Da kann ich mich wirklich drüber aufregen. So 3 Punkte rauf und die nächste Kerze wieder 3 Punkte und 3 Punkte und es passiert einfach gar nichts. Der einzige Vorteil ist, man weiß, was am Nachmittag passiert, das ganze Ding wird zurückverkauft. Darauf kann man dann wirklich wetten. Also wenn er es jetzt nicht doch noch macht auf den letzten Drücker. Ne? Und daran erkennt man auch ein Squeeze übrigens, ne? Also relativ einfach. Weil es halt einfach hier nur, ne, ohne Korrektur immer plopp, plopp, plopp. Im schlimmsten dann noch irgendwie im 1-2-Minuten-Chart. Da sogar ohne Wellen, die Dinger kommen komplett zurück. Fast so sicher wie so Amen in der Kirche. Ja, warte 8 Stunden. Ja, wir können. Also der Manuel macht hier gerade den Vorschlag, dass das Webinar noch 8 Stunden laufen lassen. Was können wir da machen? Ich kann ja hier einfach online bleiben. Aber ich glaube, der Nelson, obwohl Nelson, du müsstest dann die ganze Zeit moderieren, sonst denken nämlich alle, es ist keiner mehr da. Ja, kein Problem. Okay. 24 Stunden Trading bei Gut. FX-Wett mit Stable Trader. So. Also, ich habe gesagt, das Ding kommt auf letzten Drücker runter und ran, landet bei der 391. Ich bin mal gespannt. Das wäre hier unter diesem, ja, genau wieder hier an diesem Punkt. Schauen wir mal. Es wäre zumindest typisch, also voraussetzt, wir kriegen es nicht wieder so einen blöden Squeeze, aber ansonsten wäre das einfach nur typisch für den Dow. Auf die allerletzte, den allerletzten Drücker runter zu plätschern. Ja, der hier kann gar nichts mehr. Ja, 100, ja, genau. Was ist das denn bitte? Guckst du das einer an? 124 Kontrakte, die fetteste Order in dem ganzen Ding hier. Das ist natürlich ein bisschen krass. Bin mal gespannt, ob das ernst gemeint ist. Das wäre schlecht, wenn das ernst gemeint ist, weil dann gehen die hier oben alle in Deckung und ich fliege raus. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, was da passiert. Ob das wirklich so gemeint ist. Kann natürlich genauso gut sein, dass die Punkt, zack, ja, sie ist nix. Fake. Fake. Nichts sonst. Ja, einfach nur angeben wollen. Und Angst machen, sonst war das nix. Ja, hola. Hurra, hurra. Ja. Weiß ich auch nicht, ne? Was machen wir jetzt da so? Das sieht auch nicht aus, als wäre das in 30 Sekunden da unten. 25. Gut, man weiß nie, aber. Unbelievable. Ja, mir geht irgendwie. Manuel schreibt, du sollst deinen Termin nicht vergessen. Echt, nein, ich muss, es hilft alles nichts. Ja, mein, das, ja. Das war auch schon mal angedacht, also hier mit zur Eröffnung um 15:30 Kassa. Also wir haben ja, ach so, ja, übrigens, ne? Oh, ich hoffe, das ist noch irgendwie alles richtig. Wenn ich jetzt da drauf drücke, wenn nicht, schmeißt der Nelson mich raus. Ich war gleich nicht.
Und wir haben ja am 24.11. haben wir ja Live-Session, also mit mehreren Kollegen eben auch. Und ich werde dort auch die 15.30 handeln. Das heißt, ich werde wahrscheinlich beide Eröffnungen handeln, weil wir irgendwie festgestellt haben, der Einzige, der irgendwie um Punkt auf den Knopf drückt, bin irgendwie ich. Und also mit dabei sind halt einige Bekannte, weil ich zähle jetzt keine auf, ich vergesse dann nämlich sonst garantiert einen und der ist dann böse. Aber könnt ihr gucken hier auf der Seite. Ich hoffe, wie gesagt, Nelson, ich habe da jetzt nicht irgendwie versehentlich irgendwas gelöscht und dann mache ich es direkt wieder weg. Ja, nicht so gut aus, ne? SteoTrader Trading Day ist überall verlinkt. Man kann es auch, glaube ich, googeln mittlerweile. Und dort ist auf jeden Fall dann auch die Eröffnung angesagt, dass die dann auch gehandelt wird. Okay. So, also, ich würde aber jetzt sagen, das hier macht mir keinen Spaß. Das ist doch scheiße. Sorry, wenn ich hier mit Fäkalausdrücken um mich werfe, aber was soll echt der Mist hier mit irgendwie 3 Punkte rauf und runter? Das ist echt. Das war mir wieder eine Lehre. Das nächste Mal gibt es wieder keinen DAX mehr. Ne? So, guckst du das an. Damit kann man doch arbeiten. Damit kann man arbeiten. So, muss ja auch nicht irgendwie laufen lassen. Kann ja auch einfach hier rausgehen, ne? Weil hier ist ja so ein letztes hoppla, Tief. Hoppla. Guck mal, ich male eine Linie und der springt dran. Vielleicht versuche es nochmal. Ja, genau, ein bisschen tief. Ja. Hep, hep. Das war, na, guck, es geht. Geht doch. So. Ja klar, weil hier halt es hoch ist, ne? Daher war das jetzt schon okay. So, und damit kann man halt arbeiten. Mit dem DAX geht's nicht. Der komplett tot. Wir haben ja gerade gar keinen Tick mehr, ne? Aber hier dann hier nochmal vorhin ein paar Punkte. Irgendwie 10 an der Zahl. Jetzt hier nochmal irgendwie 12, 13 Punkte. Das ist halt nett. Und das hier leider nicht. Also ich werde den jetzt drin lassen, ja. Aber den kriegen wir hier nicht mehr zu Ende. Also mit. Muss aufpassen, dass ich mich nicht aufrege hier. Ne? Also, weil das ist einfach, kann man vergessen. Man muss wirklich wahnsinnig viel Geduld haben. Am besten auch den Stop irgendwo ins Nirvana, ja. Und weil er halt vor gleich in Illiquidität versumpfen wird, ja. Und dann gibt es auch mal eine komische Bewegung und da muss man ja halt ausbauen und gucken, dass man wieder loskriegt. Alles andere kann man hier vergessen. Gut, so, also machen wir das. Den DAX hacken wir jetzt erstmal oder lege ich mal mit Fragezeichen beiseite. Wir werden ja nachher sehen, ob die Geschichte aufgeht. Was mich natürlich so ein bisschen nervt, ist, dass es hier am Vortageshoch irgendwie da so rum macht. Aber bis zum ATH ist auch noch Platz. Und das, was hier so wahnsinnig weit aussieht, ist gerade mal 20 Punkte. Das ist ja nix. Und wenn man das irgendwie länger durchhalten will, und dann kann man ja bis darauf nochmal irgendwie skalieren und dann halt gucken, wird man behaupten, wir laufen dann sowieso wieder an die 16,40 zurück, weil das finde ich total super. Das als Marke. So, also da, wie gesagt, Fragezeichen und wird später aufgelöst und DAO. Ja, das hat funktioniert. Ne? Gut. Alright. Achso, ich Sehr wollte mir noch gut. die ist er noch da, der Norbert? Dann, wo war das nochmal mit der SK? Wolltest du das gerade sagen, Nelson? Oder Ja, hatten wir das? natürlich. Auch Norbert Achso. ist da. Wegen der SKS da bei der. Hört man das ja, ne? Draußen ist nämlich gerade wieder jemand übermotiviert mit irgend so einem Gartengerät unterwegs. Also bei was, wo? No, 90. Norbert, gib mir nochmal Input bitte. Sonst muss ich das hier suchen zwischen den ganzen Kommentaren. Das finde ich gerade leider nicht mehr. Warum? 480, 490 hat er geschrieben. 480 bis 490. Also, hoppla. Das nicht. 480 bis 490. Mal gucken, wo das denn hier oben wäre. Also 480. Ne, ist zu hoch. 480, 490, 480. Ach so, das Ding hier. Okay. Das wäre das. Ach, sag mal.
Aas. 480 bis 490. Wieso ist das dann eine SKS? Also wenn er hier oben hinspringt, wegen dem hier, also das ist wahrscheinlich ja dann mit gemeint, ne? Wegen das mal schick. Also das, das und wahrscheinlich ist dann halt einer gemeint hier nochmal auf der Seite, ne? Sowas in der Richtung hast du wahrscheinlich dann gemeint, ja, gut, das wäre halt, ja, das, also ich finde halt generell, wenn der Markt also sauber laufen soll, ne, dann sollte er hier eigentlich nicht mehr drüber. Und deswegen bin ich von sowas nie so wirklich ein Freund, ne. Das heißt, weil hier haben wir ja halt, wir kommen ja halt eigentlich jetzt hier, ich will es jetzt noch nicht Trend nennen, ne, das ist ja erstmal nur eine Korrekturbewegung. Wenn das Ding aber ein Trend werden soll, ja, ein Short Trend und Short auflösen soll, dann kann ich nicht das letzte korrektive Hoch einfach da überbieten. Und das stört mich an der Idee. Und ich habe sowas auch schon vermutet, dass es so sein würde. Also, weil ich natürlich die Zahlen ja so ein bisschen im Kopf habe. Das heißt also, um das mal zu erklären, was mir daran nicht gefällt. Wir haben hier eine korrektive Bewegung, die gerade irgendwie zweimal in zwei Wellen gelaufen ist. So. Wenn wir jetzt hier darauf sollen, dann haben wir ganz relativ klar und deutlich, ja, haben wir dann halt hier die Bestätigung ab der 448, nämlich ab diesem Hoch, ja, ab der Stelle, weil das ja nochmal gebrochen wird, dass es sich nur um eine Korrektur gehandelt hat. Und das damit ist eigentlich erstmal bestätigt, dass der Longtrend weitergeht. Das ist das ist mein Problem damit. Und deswegen es müsste schon irgendwie ein heftiger Fehlausbruch werden. Also ich meine wirklich, es ist alles, ja, dass wir halt einfach nur einen Spike darauf kriegen und dann halt hier wieder da stranden. Das kann sein, ne? Aber das wäre halt schon so ziemlich schweinisch halt insgesamt. Und das gefällt mir daran halt an solchen Überlegungen nicht. Und deswegen, wenn das Ganze aber ein Trend werden soll, der dann halt und der DAO läuft ja meistens sauber, der dann nachher halt auch sauber aufgehen soll. Dann müsste es eigentlich ja doch so laufen, ne? Also, dass wir halt bis maximal da hinkommen, also jetzt eigentlich hier, wo wir sind, mehr braucht es gar nicht mehr an der Stelle, ne? Und also maximal bis zur 448 ungefähr in dem Bereich. Und dann brauchen wir hier ein neues Tief. So muss das laufen. Und dann haben wir hier auch einen Abwärtstrend, ne? Der dann nämlich etabliert ist, ab der Stelle. Sitze ich im Bild? Nee. Ab der Stelle hier unten, ne, wäre das halt dann auch für meine Begriffe ein bestätigter Abwärtstrend. Und das meine ich halt. Und natürlich gibt es immer wieder Chaos, aber damit kann ich mich viel mehr anfreunden, als jetzt irgendwie mit dem da oben. Weil vor allen Dingen wir dann da oben hinkommen. Wenn es nur ein Spike ist, wie gesagt, während der Kasse eröffnen zum Beispiel, okay. Aber jetzt als Beispiel einfach da oben reinlaufen, so, ne, mit schlappem Volumen da hoch. Schwierig. Deswegen, also Wunschszenario von meiner Seite ganz klar das. Ja. Und jetzt muss ich leider, glaube ich, auf die Terrasse und irgendeinen töten, weil die mir fürchterlich auf den Sack gehen da draußen mit ihren zwei Gartengeräten. Also hier bist du manchmal wirklich bekloppt. So, Einmal gut. tief einatmen. Ja, ich krieg da echt die Krise, ne? Ja, wir haben hier wirklich zweimal die Woche allein schon irgend so ein Heiner mit einem Laubbläser, er hier, weißt du, Innenstadt, nicht Innenstadt, aber Stadt, Innenhof, ne, da wohnen ja irgendwie, keine Ahnung, 60, 70 Leute drumherum. Es ist relativ groß hier, der Innenhof. Und denen allen wird auf den Zeiger gegangen, ja, nur weil einer zu faul ist, irgendwie einen Rechen halt zu bemühen. Also komme ich nicht klar drauf. Und jetzt haben wir hier draußen zwei von den Typen, die irgendwie nichts Besseres zu tun haben, als irgendwie unbedingt da mit der Motorsäge im Innenhof irgendwelches Holz zu zerlegen, wahrscheinlich damit der Kamin schön aussieht im Winter oder so, ich weiß nicht. Ach egal, gut, lassen wir das. Also, bevor ich mich hier noch wie Ja. Nicht, dass er Stimmt. hier später die sich die Aufzeichnung anschaut. Genau. Gut, also. Der DAX, ich sehe es hier nebenbei, steht noch auf der Stelle. Das Ding wird sich irgendwann später auflösen, würde ich mal tippen. Aber
DAO hat ja ganz gut funktioniert. Also ich glaube, insgesamt war das ja jetzt gar nicht blöd, ne? Und auch wenn der DAO noch nicht so tief reagiert hat, wie ich dachte, aber eigentlich ist er gerade auf dem Weg dahin und holt es jetzt halt einfach nach. Aber grundsätzlich glaube ich, war das ja ganz okay alles. So, dass der Markt sich nicht bewegt, ja, meine Güte, kann ja auch nichts für, ne? Das Feedback ist wie immer sehr positiv im Chat. Alle bedanken sich, sehr informativ. Das freut mich. Und deswegen. Gut, alright. So, also wie gesagt, ich gehe jetzt runter, ziehe Stirnband an und dann. Ja, muss ich mal später die Express holen, mal gucken, was da drin steht. Genau, werde mich mal bewaffnen mit diversen Gartengeräten. Weiß ich nicht, was. Mal gucken, irgendwas finden sich schon im Werkzeugschrank. Gut, also ich sage dann an der Stelle danke fürs Dabeisein. Danke natürlich auch an dich, Nelson. Und draußen scheint die Sonne. Will es natürlich keinen davon abhalten, zu handeln. Aber wenn es gar nicht vorwärts geht, dann vielleicht einfach heute Nachmittag nochmal reinschauen und heute Morgen lieber einen Kaffee trinken gehen. Alright, also, Nelson, du hast ja gern das Wort, das letzte. Und ich freue mich aufs nächste Mal und sag bis dahin und nochmal zum Schluss. Ich hoffe, ihr seid dabei. Danke. So viel Zeit muss sein. Ich schließe mich hier den Feedbacks, den Chat an. Vielen, vielen Dank für das Webinar, Dirk. Finde auch wie immer sehr informativ und natürlich vielen Dank an alle, die dabei waren und fürs aktive Mitmachen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und Sie konnten was mitnehmen. Würde mich natürlich auch freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Und am Montag geht es mit Dirk und mit uns weiter. Helpdesk-Webinar. Würde mich natürlich auch freuen, wenn Sie da entsprechend online sind und Ihre Frage mitnehmen. Und bis dahin alles Gute, viel Erfolg, erfolgreiche Woche, passen Sie auf viele Positionen auf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.